des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige, den 22. heutigen 22. Sonntag nach Pfingsten haben wir als vierte Oration die Oration für die Verbreitung des Glaubens, also für den Sonntag, der den Missionen geweiht ist. Und da beten wir, du willst, o Herr, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Kenntnis der Wahrheit gelangen. Sende also Arbeiter in deinen Weinberg und gewähre ihnen, dass sie in vollem Vertrauen dein Wort verkünden, auf das deine Botschaft sich verbreiten möge und von allen Völkern gekannt werden möge, und zwar, dass du der einzige und wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, dein Sohn, unser Herr, der Gott mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das beten wir also diesen Sonntag, und das ist auch die Oration für die Votivmesse für die Verbreitung des Glaubens. Und liebe Gläubige, nur das Lesen einer dieser Oration lässt in unseren Ohren das wieder hallen, was ja der katholische und eigentliche und wahre katholische Geist ist. Und gleichzeitig müssen wir leider Gottes erkennen und feststellen, dass dieser katholische Geist in der sogenannten und usurpierten Terminologie des Katholizismus, in der neukatholischen oder eben überhaupt nicht katholischen Kirche nicht mehr zu hören ist. Es ist nicht mehr zu hören, es ist nicht mehr vorhanden, der Eifer, den einzigen wahren Gott, Jesus Christus, den Retter, zu predigen. Absolut nicht, im Gegenteil. Nicht nur ist dieser Eifer nicht vorhanden, weil einfach der Eifer fehlt im Sinne von mangelnden Eifer, wie es zu allen Zeiten gewesen sein mag, wenn man sich mehr den irdischen Dingen zugewandt hat. Nein, es ist eine teuflische, von Satan inspirierte Gegenreligion, der diesen Eifer von innen subtil auflöst. Und zwar im Ökumenismus. In jenem Ökumenismus genau so und nicht wie falsch interpretiert. Genau so wie in das Zweite Vatikanische Konzil zu lehren vermeint, denn eigentlich kann man gar nicht einmal von einer Lehre sprechen, da es gar kein Konzil ist und somit es nicht die Stimme der Kirche ist. Aber diese neue Religion ist mangelt nicht nur an dem wahren Geist Christi, sondern sie ist diesem Geist Christi 180 Grad entgegengestellt. Genauso wie die Welt der Vereinten Nationen mit allen ihren Dachgesellschaften. Sie sind nicht einfach heidnisch oder ohne Jesus Christus. Sie sind gegen Jesus Christus. Das ist ein Unterschied. Und leider Gottes müssen wir eben feststellen, dass dieses Bewusstsein in den Katholiken allgemein, aber auch in den Traditionalisten immer weniger wird. Und dass sie nicht mehr richtig unterscheiden, was die wirkliche Randordnung der Güter sind. Das Regnum Dei, das Reich Gottes, als erstes und absolutes Gut, das wir suchen sollen. Zum Unterschied von allem anderen. Nicht vielen anderen Dingen, allem anderen, was nicht Gott und sein Reich ist,
dass kontingente Dinge sind. Sie können sein, sie können nicht sein. Nicht deshalb sind sie uns gleichgültig, nicht deshalb sind wir den anderen Dingen außer Gott gegenüber mit Leichtfertigkeit gegenüber. Nein, im Gegenteil. Wir müssen alles mit größter Sorgfalt machen. Ob das jetzt Nägel schneiden, Zähne putzen, die Haare kämmen, ein Mittagessen vorbereiten, was immer ist. Aber es sind zweitrangige Dinge. Und zu diesen zweitrangigen Dingen gehören auch von den niedrigsten Gütern auch die höchsten, aber immerhin zweitrangigen Dinge. Und das ist der sogenannte Friede in der Welt. Das ist der sogenannte Ordnung in der Welt. Das ist die Lösung der wirtschaftlichen, der gesellschaftlichen, der politischen Fragen, der alles. Und es sind wichtige Fragen. Und man soll sich ihnen widmen mit Aufmerksamkeit. Aber noch einmal, sie sind im Vergleich zu den erstrangigen Fragen des Reich Gottes kontingent. Sie können gelöst werden, aber können auch nicht gelöst werden. Nun aber, das genügt uns nicht, liebe Gläubige, denn so wie wir anschließen wollen an vergangenen Sonntag, wo wir praktisch konkludiert hatten mit der Frage, was ist dann der Bezug zwischen dem Suchen des Reiches Gottes, suche zuerst das Reich Gottes, und allen anderen Dingen. Das heißt, dass auch weltliche Wohlergehen, individuell, familiär, national, international, was ist da die Beziehung? Gibt es eine und welche ist sie? Haben wir wohl gesagt, dass es eine Beziehung gibt, aber dass diese Beziehung eben kontingent ist. Es ist eine Beziehung, die in den Händen Gottes liegt und nicht notwendigerweise wir die Güter dieser Welt erlangen müssen. Ich will da ein bisschen auch am Beispiel eben des heutigen Evangeliums, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und aber dann eben Gott, was Gottes ist, so wie es uns der heilige Hilarius erklärt. Dann aber auch am Beispiel derselbigen Makkabäer, so wie sie uns vom heiligen Johannes Chrysostomus kurz und bündig, aber wesentlich erklärt werden. Anhand dieser Beispiele sollen wir versuchen zu erkennen, wie wir den weltlichen Angelegenheiten gegenüber uns zu verhalten haben. Wie wir einerseits sie nicht vernachlässigen, einerseits nicht deshalb schlampig werden, weil ja sowieso die Welt vergeht und wir nur an das Himmelreich denken dürfen. Andererseits aber nicht meinen, dass wir das Himmelreich erlangen, nachdem wir die weltlichen Sachen geordnet haben. Das wäre wiederum ein großer Irrtum. Und andererseits wiederum, wie wir die weltlichen Angelegenheiten auch in ihrer Unannehmlichkeit zuallererst auch als wohlverdiente Strafen für unsere Sünden vorerst einmal annehmen müssen. Dann auch, wenn sie übel sind, natürlich bekämpfen, also nicht, dass wir ein Übel annehmen als Strafe, sondern es erleiden, ohne einzustimmen, auch als Strafe. Ich möchte darauf jetzt näher eingehen. Wenn zum Beispiel der heilige Hilarius sagt, bezüglich dessen, was wir dem Kaiser geben müssen, er sagt, wir müssen das dem Kaiser geben, was ihm gebührt. Aber er fügt hinzu, wenn nichts mehr übrig bleibt, was des Kaisers ist, dann haben wir ihm nichts mehr zu geben.
Und der Herr fügt hinzu, aber wenn wir uns selber dem Kaiser ausliefern, wenn wir selber seine Söldner werden und uns unter seine Macht stellen und uns freiwillig ihm unterwerfen, ja, dann sagt er, dürfen wir uns auch nicht beschweren, wenn er von uns viel, viel mehr verlangt, als nur das, was notwendig ist. Und er geht dann sofort weiter, der Hilarius sagt so, nachdem ich das gesagt habe, füge ich aber hinzu, aber es ist eine Pflicht in der Gerechtigkeit, dass ich auch Gott gebe, was Gottes ist. Und da ist ein großer Unterschied. Denn dem Kaiser bin ich den Tribut schuldig. Jene wunderschöne Münze, die er mit seinem eigenen Vermögen und aus seiner eigenen Autorität gestanzt hat, in edlem Metall, und uns Bürgern zur Verfügung gestellt hat, damit wir unsere Waren austauschen. Das ist ja eines der größten Aufgaben, Pflichten und Rechte des souveränen Herrschers, dass er eben das Austauschmittel zur Verfügung stellt. Und dafür ist es richtig und gerecht, dass ich ihm einen Beitrag gebe, dass ich dafür auch etwas bezahle, dass er mir sein Silber kostenlos in die Hände gibt, sogar sein Gold, damit ich damit meine Ware kaufen und verkaufen kann. Sehr richtig. Aber wenn ich selber sage, so, lieber Kaiser, und jetzt stelle ich dir auch mich selber ganz zur Verfügung für deine Kriege und für deine Unternehmungen, wenn ich dann auf dem Schlachtfeld bleibe oder verstümmelt nach Hause komme, sagt mir der heilige Hilarius, dann darfst du dich nicht beklagen. Aber vergiss nicht, dass dein Leib und deine Seele und dein Willen nicht dir gehören, sondern deine Seele, dein Willen, dein Leib, der gehört Gott. Und genauso wie du dem Kaiser den Tribut schuldig bist, dafür, dass er dir das Geld zur Verfügung stellt zum Warenaustausch, so sollst du wissen, dass deine selbige Seele, dein selbiges Wollen, dein selbiges Denken eine Münze Gottes ist. Und er verlangt sie zurück. Und wenn er in dieser Münze nicht sein Abbild findet, dann bestraft er dich schwer. Und da fügen wir hinzu, sollen wir überlegen. Es hat keinen Sinn, dass wir uns jetzt so beklagen und jetzt alle möglichen Geheimgesellschaften anklagen für das wirtschaftliche und auch demografische Übel und Chaos in Europa. Natürlich wissen wir, dass diese Herren dafür verantwortlich sind, dass wir die Aktualisierung des Planes Kalergis und der von der Freimaurerei seit Jahrhunderten genau geplanten Weltregierung mittlerweile schon erleben. Aber der heilige Hilarius sagt uns, vergiss nicht, dass wenn das möglich ist, dass wenn es möglich ist, dass ein erster und ein zweiter Weltkrieg schon war, dass wenn es möglich ist, dass auch eine französische Revolution war und die Revolutionen, die darauf gefolgt sind, 1848, Und alle anderen Revolutionen. Vergiss eines nicht, sagt er uns. Lass beiseite, dass das Satan will. Lass beiseite, dass der Satan seine Emissäre hat in der Freimaurerei und in der internationalen Finanz. Lass das alles beiseite. Denke an eine Sache. Du Christenheit, hast deinen Gott schon vor Jahrhunderten verlassen und hast dich als Söldner der weltlichen Herrschaft gewissenlos und blind ergeben. Und somit bist du jetzt unterjocht, das stimmt, unter der Tyrannei
eines widernatürlichen Geldsystems. Aber du bist auch unterjocht unter die Tyrannei eines antikatholischen, pseudokatholischen Religionssystems, das unter der Kuppel des Zweiten, im Zweiten Vatikanischen Konzil, unter der Kuppel des Petersdoms entstanden ist. Und es hat keinen Sinn, dass du Viganon liest und alles Mögliche, um den Bergoglio zu beklagen, das hast du gemacht, das hast du gemacht. Du hast deinen Glauben nicht verteidigt. Wärest du und die andere Milliarde von Katholiken katholisch geblieben, dann wäre es gar nicht dazu gekommen. Denn wenn sie katholisch geblieben sind, in den ersten 3 Jahrhunderten, wo es bei Todsünde verboten war, katholisch zu bleiben, und sich von den Löwen fressend die Welt erobert hatten mit ihrem Katholizismus, wenn die Märtyrer in den verschiedensten Jahrhunderten durch das Vergießen des Blutes nicht nur den Glauben bewahrt, sondern vermehrt haben, wenn die Freiheitskämpfer von der Vendée, von Tirol und den verschiedensten Orten Europas die Stirn und die Brust geboten haben der antichristlichen Revolution, der französischen Revolution, die exportiert wurde durch Napoleon. Ja, dann hättest du, Katholik, Widerstand leisten müssen, so dass nicht die Tyrannei des Geldes und des Antichristen nach dem Ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg in den Vatikan eingedrungen worden wäre und somit den gesamten Katholizismus seiner Kirchen, seiner Altäre, seiner Liturgie, seiner Sakramente beraubt hat, die sich mittlerweile vereinzelt in einen einzigen Kapellen befinden. Weinet über euch selber, Traditionalisten. Weinet über euer weniger Werden eures Glaubens. Weinet darüber, dass ihr gemeint habt, ihr müsst mit dem Feind paktieren. Weinet darüber, dass ihr meint, dass der Katholizismus in Europa wieder Einwand finden wird, wenn der Bergoglio euch streicheln sagen wird, ihr seid ja so brav, lest doch die alte Messe. Weinet darüber, dass ihr meint, dass die freimaurerischen Regierungen sich zuerst bekehren müssen und zu euch kommen und sagen, liebe Traditionalisten, ihr seid ja so brav, gekommt, macht ihr doch die Sachen für die Welt, weil ihr seid, wisst es ja so brav und seid ja so gut. Weinet über euren kindlichen Irrtum, ja, über eure kindliche Illusion, so wie der Erzbischof Lefebvre richtig sagte, Illusion puerile. Weinet, dass ihr nicht erkannt habt, dass ihr kämpfen müsst, wie die Makkabäer. Aber wir haben die Makkabäer gekämpft. Wir haben die Makkabäer, so erklärt uns heute der heilige Johannes Chrysostomus, das Heer erstellt, das dann die Griechen verjagt hat und unzählige Male besiegt hat, bis sie wieder in den Besitz des Tempels gekommen sind und den wahren Kult wieder errichtet haben. Wie haben sie es gemacht? Sagt uns der heilige Johannes Chrysostomus. Sie sind in alle Städte und alle Dörfer gegangen und haben den Leuten was gesagt. Haben den Leuten gesagt, vergesset nicht, dass Gott gütig, barmherzig ist, gnädig ist und dass er vor der Buße das Heil nie verweigert. Moment, aber so mit diesem Argument ein Herr aufstellen, da merken wir, da haben wir es mit einer anderen Realität zu tun, als nicht mit der innerweltlichen, an Land und Scholle hängenden Ideologie. Das ist unser Land, das ist unsere Scholle, das ist unsere Hautfarbe, das ist unser Dialekt. Das hat damit nichts zu tun. Sondern die großen Sieger haben eben auf Gott vertraut und haben zuallererst den Soldaten mit Gottes Gnaden überzeugt, mit der Gnade Gottes überzeugt, dass er sein Heil wirken muss.
Und dann sagt der heilige Chrysostomus noch dazu, sie haben nicht gekämpft für Frauen, Kinder, Güter, oder sie haben nicht deshalb gekämpft, damit sie der Sklaverei entgehen, sondern sie haben für das heilige Gesetz gekämpft. Das ist ein sehr großer Unterschied, liebe Gläubige. Und das macht den großen Unterschied. Und solange wir nicht davon überzeugt sind, werden wir im Dunkeln tappen und werden wir auch mit der Zeit auch uns entmutigen, weil wir auf einmal nicht mehr den Bezug leben zwischen dem Heil unserer Seele und dem Wohlergehen unseres Körpers, unserer Familie, unseres Landes. Und werden einerseits am Sonntag in die Kirche rennen und andererseits unter der Woche irgendwelchen innerweltlichen Strömungen nachlaufen, mehr oder weniger konservativ, mehr oder weniger auch richtig und falsch und, oder verständlich oder unverständlich, anstatt dass wir uns davon überzeugen, dass wir zuallererst unser eigenes Übel selber beweinen müssen, weil wir für diesen Zustand, den wir heute leben, selber verantwortlich sind. Und zweitens, in der Suche des Reiches Gottes, wir mit der Gnade Gottes auch ein Heer erstellen wie die Makkabäer. Man möge nicht meinen, ich mache jetzt also Aufhetzung, Volksaufhetzung zu bewaffneten Widerstand, fern von mir, sondern ich hetze nicht auf, sondern ich fordere auf, dass wir das Heil suchen, die Gnade suchen, die Bekehrung suchen und dann möge Gott uns dann das Heer schicken und Ordnung in Kirche und Staat wiederbringen. Aber dass er uns von der kindlichen Illusion bewahren möge, dass wir mit ein bisschen Rechts und mit ein bisschen Konservativ und mit ein bisschen Populismus und ein bisschen dies und mit diesem jenen aus dieser Sackgasse herauskommen, absolut nicht. Und noch weniger kommen wir wieder zum Bekenntnis des wahren Glaubens, so wie wir in der Oratio Propaganda Fide gelesen haben, wenn wir meinen, wir müssen Bergoglio bitten, dass wir katholisch sein dürfen. Nein, wehe uns, wir würden also einer solchen kindlichen Illusion verfallen. Oder die kindliche Illusion, dass wir so tun müssen, als ob er die Kirche wäre, weil dann, wenn wir drinnen sind, schmeißen wir ihn raus. Nein, um Gottes Willen. Möge uns die allerseligste Jungfrau Maria davor bewahren und uns die Gnade vermitteln, dass wir das Reich Gottes zuallererst suchen und dann, wenn Gott will, jedes andere Gut, weltliche hinzubekommen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.